ihr seht, wir haben schon Masken an, ja. Weil wir auf dem Hauptparkplatz fahren und da wurden gestern schon an einer Einfahrt, wurde einem schon gesagt, Maske aufhaben. Ja. Wir haben gestern in Disney Village Park rausgebracht, weil uns ein Freund Bescheid gesagt hatte, rechtzeitig zum Glück, dass hier mega Stau war, weil das mit der Einfahrt noch nicht so funktioniert hat. Aber heute trauen wir uns mal selbst hier. Genau. Und ja, dann seht ihr da vorne, jetzt kommt es gleich. Leute, dreht das mal um. Yep. So, schon geschehen. Kommt. Ist der Hauptparkplatz. Ja, unsere Scheibe muss mal geputzt werden, das stimmt. Ich glaube, das fällt gar nicht so extrem auf. Ja, auch sein. Aber, ja, hält sich in Grenzen. Ja, also Ansturm ist da keiner. Gut, wir sind jetzt auch nicht mehr um 9:30 oder so. Nee, wir heute etwas gemütlicher das Ganze angehen lassen. Und gestern waren wir rechtzeitig zur Öffnung drin. Muss man die Jahreskarte. Habe ich dir gerade hier hingelegt. Du hast dir schon an dich genommen. Nein, okay. Nicht? Ach so. Ja, ja ich dachte mal wieder, naja. Hier, Buzz Lightyear heißt uns willkommen. Die Schüler müssen allerdings auch mal etwas poliert werden. Das haben sie wohl nicht gemacht in der Zeit. Aber hier seht ihr auch nochmal die Parktarife. 30 Euro für Autos, 45 für Wohnmobile, 30 für Busse, 25 für Motorräder und Wohnwagen sind nicht zulässig. Habt den Jahrespass mit Parkoption, entfallen die Kosten natürlich. Oder seid ihr Gast der Disney Hotels und habt einen Magic Pass, den ihr vorzeigt, dann entfallen die Kosten natürlich, ist klar. Ja, du kannst einfach fahren. Es gibt keine Tickets. Ja, ich weiß, eben mit Video und Entschuldigung. Und falls ihr noch nie auf dem Parkplatz hier wart, dann ist es... Ja auch schon ewig. Früher hast du Tickets bekommen mit Ende. Ja, ja, aber das wird jetzt wahrscheinlich gerade wegen Kontaktlosigkeit und so weiter. Ich weiß nicht, wie viele Jahre wir hier schon nicht mehr geparkt haben, weil wir immer woanders sind jetzt. Ja. Feldparkplätze mit der Shareholders Card geparkt haben. Jetzt seht ihr Thorsten auch. Ich habe irgendwas an der Kamera verstellt, dass sie nur auf den Sprecher fokussiert war. Das muss ich gleich mal abschalten. Aber während ich aufnehme, wollte ich nicht dran rumfummeln. Wer weiß, was dann wieder passiert. Also, da rechts wäre man jetzt weitergefahren, wenn man zu den Wohnmobilparkplätzen möchte oder zu den Parkplätzen für Gäste mit Behinderung. Wohnmobil steht auch ein paar da. Ja. Das wurde auch mehrfach gefragt, ob Wohnmobile erlaubt sind. Das sieht wohl so aus. Ja. Wohnmobile können wieder parken. Ja, ich war wirklich lange nicht mehr. Ich kenne nicht mal diese kleinen Schilder, ich kenne nur die großen. Stimmt. Dass man hier bei Donald 35 steht, zum Beispiel. Wenn man an Hotels parken kann, gibt es dann auch keinen Grund hierher zu fahren, ja. Oder auch wenn wir irgendwie im Val d'Europe eine Wohnung hatten, wo es so ein paar Meter nur war, dass man entweder zu Fuß gehen konnte oder im Village Parkhaus direkt gestanden hat und ich ganz um die Parks rumfahren musste, war das einfach für uns praktischer, dass wir hier keinen Grund hatten, auf den Hauptparkplatz zu fahren. So, C24 ist... Merkt euch das für uns. Genau. Bis das Wort veröffentlicht ist, das Auto nicht gefunden haben, könnt ihr uns das sagen. Genau. Uiuiui. Ja. Ich glaube, sie wollten jede zweite Reihe... Nee, doch nicht. Warum auch immer, die hier alle nicht geparkt haben, aber da stehen auch Leute drin und vorne auch. Genau. Ist es kein C24. Steht auch nichts, wenn die zweite Reihe frei halten. Er hat auch nicht gewunken. Nee, der nächste fährt auch auf den davor. Passt. Alles gut. Okay, bis gleich. Bis dann. So, wie ihr seht, gehen die Laufbänder nicht. Man hat also den langen Weg zu Fuß vor sich. Ich muss gestehen, dass ich das hasse, hier lang zu laufen, den ganzen Weg. Hätte man das gewusst, hätte man bis der Village Parkhaus wieder geparkt. Ja. Weil, man läuft ja eh genug und der ewig lange Weg, der zieht sich hier wie Gummi, finde ich. Das mag mich moosig nennen, aber das ist für mich so ein totaler Nervfaktor am Morgen. Musik hin oder her, aber ja. Film seht ihr übrigens, dass beim Hotel New York von der Seeseite ist ja schon deutlich mehr gestrichen. Die Straßenseite noch sehr, sehr viel Anstrich fehlt.
Du hast aber dann die falsche Maske auf. Was? Ach, ich hab nicht Crumpy auf, ich hab Donald auf, ja. Aber das macht mich Crumpy am Morgen, diese ganzen Dinge da lang sackeln zu müssen. Naja, schauen wir mal weiter. Da sind wir angekommen in den wunderschönen Fantasia Gardens. Den Wasserfontänen. Vorne dem großen, strahlenden Mickey-Blumenbeet. Und natürlich dem Disneyland Hotel. Und da könnt ihr dann unschwer erraten, dass wir auch heute wieder zuerst in den Disneyland Park gehen. Oder wolltest du jetzt spontan umdrehen? Nee, also nicht. So viel zu tun, oder zu tun. Nee, das bei Marvel und im Machine Theater sind die Schlangen für die Charaktere doch sehr lang. Ja. Und das haben wir überlegt, vielleicht heute Nachmittag mal schauen. Das werden wir sehen. Und heute war so der Plan, erstmal Richtung Frontierland zu gehen, um den gestern verpassten Magic Shot mit dem Phantom noch einzusammeln. Vielleicht eine Runde mit der Railroad vom Frontierland auszufahren. Schauen wir mal. Und warten wir mal ab, in welche Schlange wir hier zugewiesen werden. Das wird hier auch zum Fluss der Gäste optimiert oder versucht zu optimieren. Schauen wir mal. Eine schöne Begrüßung im Park, oder? Also besser kann es doch gar nicht sein. Goofy, Pluto, Minnie, Mickey, Chip and Dale winken von der Main Street Station hinunter. Das ist doch einfach ein toller Start. Passend zu Thorstens Maske ist der erste Stopp des Tages. Nein, nicht Donald, aber seine Angebetete, Daisy. Ja, die ist aber gerade weg, die wollte gerade nochmal einen Tee trinken, glaube ich. Ja, und sich nochmal die Wimpern tuschen oder sowas. Und hast du es heute Morgen gemacht? Ja. Ja, so halt nichts. Ich tusche dir gleich mal die Wimpern. Also, und jetzt warten wir darauf, dass Daisy zurückkommt, um unser Selfie mit ihr zu machen. Ja. Bonjour! Hi Daisy! Hi Daisy! What a beauty! Oulala! And have you seen this mask? The bubble on my mask? It's bubbled! Voilà! Wir sind jetzt bei Donald, der hier zu vielen Späßen aufgelegt ist. Bonjour, hello. Bonjour. Where do you come from? Germany. Germany. Guten Tag. Oh, go ahead, guys. It's very cool. Who is going to like your mask? Yeah, I hope so. Oh, Donald. He has an amazing mask, Donald. You should watch it. Look at his mask. It's amazing. It's a mask. See you next. Why do you like my mask? Yeah? Extra for you! You feel flattered? Ja, natürlich. Du bist keine echte Konkurrenz. Es ist nur Daisy. Not me? Yeah. I don't think I have my face in here. Also wie ihr seht, man kann auch bei diesen neuen Charaktertreffen jede Menge Spaß haben. Heute ist für uns großer Character Meet and Greet Tag, hatten wir gar nicht so geplant, passiert einfach so. Aber die Wartezeiten sind so kurz, dass man überall ruckzuck drankommt. Und so haben wir uns kurzerhand entschlossen, dass wir auch noch zu IA und Winnie Pooh gehen, die hier an der Ecke von Casey's Corner auf uns warten. Jetzt sehen wir die beiden auch von vorne. Winken uns freundlich zu, die beiden. Winken wir doch mal zurück. Ja, so sieht es hier aus. Alles klar. Wisst ihr Bescheid? Abstand wird durch die Treppe und das Blumenbeet gewahrt. Es sieht gut aus.
Der Fotopassfotograf ist anwesend. Die Schlange ist sehr kurz. Also, bevor es wieder zu Phantom Manor geht, erst ein Abstecher zum Fotopassfotografen, um ein Bild mit dem Phantom zu machen. Wie das dann aussieht, werdet ihr bei Facebook sehen können, denn da wird Thorsten sicherlich das Bild posten, sobald es bei uns auf dem Fotopass erscheint. Oder schmeißt sie noch rein, wenn es rechtzeitig da ist, bevor das kommt. Ja, wenn es rechtzeitig da ist und nicht wieder so lange dauert, dann kann ich gucken, dass ich das hier noch reinbekomme. Ich versuche es mir zu merken. Willkommen auf den Rivers of the Far West. Wir drehen mal eine Runde mit der Molly Brown. Schauen uns den Big Thunder Mountain auch von der anderen Seite an. Der Minenzug gerade über den Hügel rast. Ja. Ja. Blick aufs Frontierland. Dazu die Mutter Monika. Hier kommen wir zur Smugglers Cove. Aufpassen, Flusspiraten. Ich hoffe, wir kommen da gut vorbei, dass sie es nicht auf die Molly Brown und uns abgesehen haben. Aber sieht aktuell alles ruhig aus, sind vielleicht ausgeflogen und woanders auf euch zu. Wollen wir es hoffen? Ja, und jetzt dringen wir in die Wildnis vor. Wie ihr seht, nur grün. Sobald wir wieder in der Zivilisation zurück sind, melden wir uns natürlich wieder. Ja, nach unserer kleinen Rundfahrt über die Rivers of the Far West fahren wir noch eine Runde Big Thunder Mountain. Wartezeit soll 25 Minuten sein. Gestern sollten es 30 sein, waren 5. Ja. Also hoffen wir jetzt mal auf ungefähr 4 Minuten 20. Stoppen mit. Hier seht ihr schon den Berg, über den wir gleich in einer wilden Fahrt rasen werden. Keine Sorge, ihr müsst euch nicht schon wieder die ganze Fahrt anschauen wie gestern. Aber auch hier seht ihr überall den ganzen Weg lang die Abstandsmarkierungen, auch wenn recht unwahrscheinlich ist, meiner Meinung nach, dass bei der vermutlichen Kapazitätsgrenze man jemals bis hierhin wird stehen müssen. Ich hoffe, ja. Ja, trotz der größeren Abstände. Bei Big Thunder Mountain drin ist es durch die Plexiglaswände sehr eng. Ja, also wer da ein Problem mit Platzangst oder sowas hat, der sollte sich doch gut überlegen. Also, ja. Das ist wirklich schmal. Also man bleibt nicht stecken. Aber nochmal 10 Kilo mehr als ich und dann, na, wer weiß. Zeigen wir euch vielleicht gleich noch, wie es da ist. Und habt ihr so ein bisschen Eindruck dann auch davon. Ja, sobald wir da in dem Labyrinth sind, das auch wieder so ein bisschen an den Glas-Irrgarten erinnert, melden wir uns wieder. So, jetzt sind wir im Irrgarten mit den Plexiglasscheiben. Hat wirklich so ein bisschen was von Glas-Irrgarten, Spiegel-Irrgarten. Ich meine, der Wartebereich von Big Thunder Mountain ist ja ohnehin immer schon ein bisschen labyrinthmäßig. Aber macht halt absolut Sinn. Ihr seht, wie eng die Leute an einem vorbeilaufen. Und das wird sich anders kaum regeln lassen. Und immer da, wo dann mal kein Plexiglas ist, seht ihr, sind die Abstandsmarkierungen auf dem Boden deutlich größer. Dass man also nie da steht, wo die Leute näher ohne Plexiglasabtrennung an einem vorbeilaufen. Das ist eigentlich auch ganz gut gelöst. Hier wieder, hier müsste man keine Abtrennung, müsste nebeneinander stehen. Entsprechend ist das. Dann nochmal kurz einen schönen Ausblick. Und dann gehen wir auf zur Fahrt.
Nachdem wir den Wilden Westen unsicher gemacht haben, hat uns ein kleines Hüngerchen gepackt. Und hier seht ihr unsere Ausbeute. Ein Linsen-Kokosdal und ein Baloo-Cookie. Wir essen erstmal, dann erzählen wir mehr dazu. Denn die Suppe ist noch warm und die möchten wir natürlich auch warm genießen. Und das Abenteuer nach der Futtersuche kommt dann später. Wir haben uns übrigens mal wieder hier im Adventureland gemütlich gemacht, am Café de la Brousse, wo er meistens Ruhe ist, lässt es sich ganz gut aushalten. Hallo, also ihr seht uns jetzt ohne Masken, weil wir hier gerade noch an unserem Esstisch sitzen. Genau, aber das Essen hatte ich ja gerade gezeigt. Ich finde ja, dass die Masken gar nicht so übel sind, weil meine fetten Backen sieht man weniger, deine Falten sieht man weniger, also vielleicht sollten wir die dauerhaft tragen. Vielleicht sollte ich auch noch welche vor die Fotos. Augen, dann nehme ich eine Sonnenbrille und Maske. Ja, und genau, dann wir haben gerade... Hut hätte ich auch noch, also... Okay, perfekt. Wir haben gerade den kleinen Snack gegessen, den ihr gesehen habt. Ein Baloo. Cookie und ein Dal, Linsen-Currysuppe. Ja. Die war Dal lecker. Super lecker. Also ich fand die richtig, richtig lecker. Mhm. Aber wenn ihr vielleicht das Bild, habt ihr das Bild gesehen? Warte, ja, ich hab's gepostet, aber also ich hatte es erst gerade vorhin gezeigt, was wir essen. Ach, wir wollten erst essen, weil die Suppe noch heiß ist und das Becherchen war halt ungefähr zu zwei Drittel von dem gefüllt, was auf dem Werbebild zu sehen war. Das meinte ich ja, also das gesehen. Achso, das Werbebild? Nein, das Werbebild haben sie nicht gesehen. Okay, das kannst du noch raussuchen. Also es war wenig gefüllt und dauert noch einen Moment. In der Zeit erzähle ich dann schon mal, dass der Preis dafür 7,99 Euro ist und es keinerlei Rabatt gibt, weil es das nur an den Ständen zu kaufen gibt. Ist also nicht gerade ein Schnäppchen. Ja, und jetzt suche ich auch das Bild raus. Ja, wir machen Moment, wieder fünf andere Dinge. Moment, Disney Parks and More wollte gerade wissen, wo Daniel, wo wir sind. Ah, also Grüße an dieser Stelle an Daniel. Der steht nämlich gerade bei der Lampe da oben. Ah, okay. Also bei Aladdin. Gut, das ist ja quasi um die Ecke von uns. Aber das ist jetzt das Bild suchen. Ich bin ja schon auf dem Weg. Männer und hier sind da, sie haben uns schon entdeckt. Ich winke mal. Also da ist das Bild, so voll sollte es sein. Ja. Und es war maximal zu zwei Dritteln gefüllt. Und das für 8 Euro ist halt schon. Ist ziemlich derbe. Da? Das muss den Mango VIP gibt, der geschlossen ist. Ja. Und, das war der erste Teil der Story. Ja. Eigentlich wollten wir einen Mango VIP. Haltet Abstand, wir haben die Masken ab, weil wir gerade gegessen haben. Wir wollten eigentlich einen Mango VIP. Den es da drüben am Stand im Adventureland gibt. Da gab es leider nur Crepe. Die haben gesagt, Café de la Brousse hätte offen. Da gäbe es den Mango Whip gerade. Ja, hatte gestern in der App auch eigentlich offen. Ja, ja. Aber da waren wir ja schon, hatte natürlich zu. Ja. Also, deshalb ist dann dort erst das Adventureland und hat irgendwo da nach einem Snack gesucht. Da gab es halt auch nichts, außer Hakuna Matata anstehen für ein vollwertiges Essen. Aber das war uns dann halt auch zu lang. Ja. Und dann sind wir mit dem, was wir euch gerade gezeigt haben, geendet. Weil wir wollten ja nichts vollstellen, wir wollten einen kleinen Snack essen. Und dann ins Frontierland und da was gefunden endlich und das dann hier gegessen. Ja. Also die Essenssituation ist schwierig. Weiterhin schwierig. Okay. Okay, das war's. Tschüss. Tschüss. So, schöne Grüße aus dem wunderschönen, sehr leeren Adventureland. Ja, es leert sich sehr zunehmend. Also es fängt extrem so seit einer halben Stunde an. Dass es sehr, sehr leer wird. Ich meine, gut, das Wetter ist heute wirklich nicht so toll wie gestern, aber ja, es regnet nicht. Und es trocken, ja. Ja. Also, es ist frischer als gestern. Wir Schlauberger haben weder Jacke noch Pulli dabei, weil wir uns auf sommerliche Temperaturen eingestellt haben. Braucht man auch wirklich noch nicht. Es hat auch keinen Schauer gegeben, dass man deswegen jetzt gehen könnte oder müsste oder irgendwas. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht gibt es am Nationalfeiertag irgendeine Regel, man muss ab 15 Uhr zu Hause sein oder so. Nein, ich habe keinen Schimmer, was los ist. Aber ja, stört uns jetzt weniger. Genießen wir so ein bisschen den Park. Über die Adventure Isle wollen wir nachher auch noch spazieren, aber erstmal wollten wir zu Pirates. Ja, zu Pirates? Okay. Möchtest du erst über die Adventure Isle? Ist auch in Ordnung. Wir gehen auch über die Adventure Isle. Ich habe da kein Problem.
Oder die Menschheit gehen. Gut, nehmen wir euch einfach mal mit. Was hier? Falls wir den Weg finden. Heute Abend vorher uns erwarten. Genau. Hier erst schon mal ein Wasserfall, der auf uns herabdonnert. Oh, ja, jetzt ein kleines Gefahr. Ja, okay. Okay. Da kommen wir nicht weiter. Wir könnten hier lang laufen, aber ich fürchte, dass die ganz zu ist. Das könnte durchaus sein. Damit natürlich zu Ende auf den schmalen Treppen, Bodenwegen und so weiter. Ja, dass man da wegen der Abstände ist es teilweise halt schwierig. Schwierig, ja. Das kann gut sein. Dafür die Masken ja da, dass du auch in Bereichen, wo du eben die 1,5 Meter Abstand nicht halten kannst, deinen Ausstoß limitiert wird. Aber ja, ihr seht überall zu. Ja, vorne. Also ist der Ausflug auf die Adventure Isle jetzt leider gescheitert. Ja, dann leben wir eben Abenteuer bei den Piraten. In der Karibik. Genau. Das ist auch was Schönes. Und gleich sind wir schon da. Hier nochmal ein kurzer Blick auf den Strand der Piraten. Gut. Sollten wir das Abenteuer überstehen, melden wir uns nachher wieder. Ja. Da sind uns doch glatt zwei Piraten vor die Kamera gehüpft. Hier gibt es einen Fotospot mit Captain Hook und Smee. Es ist mit der Sonne gerade etwas schlecht. Ich hoffe, ihr seht die beiden. Thorsten versucht sich gerade daran, ein Selfie zu schießen. Wir sind da echt nicht so die Profis. Das ist dann immer die Ausrede, sage ich auch, wenn ich nicht fotografieren kann, das Handy spinnt. Aber wir wollen den Platz jetzt auch nicht lange blockieren und laufen auch schon gleich weiter. Aus der Karibik ins Nimmerland. Und ich wusste nicht, dass du da filmst, falls ihr mich reinlabern gehört habt. Wir fliegen jetzt über London bis ins Nimmerland und schauen mal, welche Abenteuer uns erwarten. Jetzt werden wir auch schon anlaufen. Ja. Merci. So, wir haben ein Boot ganz für uns alleine. Möchtest du nach vorne, nach hinten, alleine fahren oder zu zweit? Zusammenfahren. Gut, dann sind wir uns ja einig. Hier fährt schon das nächste Piratenschiff an uns vorbei. Oh, wir kriegen auch wirklich ein Piratenschiff. Merci. Oui. Schon sitzen wir in unserem Schiff. Und dann kann der Flug auch schon losgehen. Ja? Aber ich glaube, ich werde nicht weiter filmen. Die Kamera, das ist ihre Schwachstelle, ist im Dunkeln nicht so geeignet. Das sieht auch ganz gut aus. Ja? Display zumindest. Keine Ahnung, nicht weiter. Dann nehmen wir euch mal mit. Entschuldigung, dass wir gerade so flott weg waren, aber es war dann doch einfach zu dunkel und man hat gar nichts mehr gesehen. Da dachten wir, fahrt Peter Pan lieber selber, genießt es und anstatt auf so einen schwarzen Bildschirm zu starren. Es ist ja auch echt eine tolle Fahrt. Ja, also ein bisschen kurz, aber sonst ja, wunderschön. Und da hat auch die Renovierung, also der Neuanstrich richtig gut getan, finde ich. Das ist ja viel ja leuchtender da und ja, viel ja als vorher. Also hier, guck mal, wir würden was zu essen bekommen ohne Schlange. Ja, tatsächlich, das müssen wir nutzen. Wir müssen jetzt was essen, essen, auch wenn wir noch keinen Hunger haben. Es ist gerade das Chalet neben uns. So, da. Keine Schlange. Und es würde geben ein Pretzel-Sandwich, das Thorsten und Steffi im Januar schon getestet haben. Das war ganz gut. Und also, gar nicht schlecht fanden, ja, ich wollte gerade sagen. Und eine Authentic Bratwurst. Ja. Also, so eine gerollte gut, gibt's bei uns schon auch. Ja. Also, Thüringer vor allem ist oft gerollt. Ja? Ja. Ja? Probieren? Hast du jetzt Hunger? Nö, aber. Ach so, weil es offen ist, müssen wir was essen. Sonst kriegen wir ja selten was. Ach, ich fahre lieber eine Runde Pinocchio und Schneewittchen, dann überlegen wir. Pinocchio und Schneewittchen überlegen dann. Ich schätze aber, wie ich unser Glück kenne, ist danach geschlossen. Dann also, wir diskutieren das nochmal aus und melden. So, wie man sehen kann, haben wir doch etwas zu essen. Wir haben uns für die veritable Bratwurst entschieden mit Pommes.
dazu gibt es automatisch ein Eis oder ein Joghurt. Und Getränk haben wir Coke Zero und Fanta. Die Fanta. Ich hätte eher das Joghurt genommen, das Eis schmilzt ja weg, bevor es noch rankommt. Aber ja, egal. Gut, die Fanta. Im Disneyland Paris gibt es jetzt nur noch zuckerfreie Fanta. Hat mir gerade der Cast-Member erzählt, der war total begeistert. Ein Nouveau Recept, also ein neues Rezept, verbesserter Geschmack und dafür kein Zucker mehr. Und die gibt es jetzt hier. Er war total angetan. Ich glaube, wir haben die gestern schon unbewusst getrunken und fanden sie ganz gut. Wir werden jetzt mal checken. Ich finde es ganz gut. Früher gab es ja hier nur als zuckerfreie Variante nur Cola. Und Cola Light mag ich nicht, Fanta Light mag ich. Ja, und also, ich glaube auch die Sprite ist inzwischen zuckerfrei, da bin ich aber noch nicht ganz sicher, das werden wir nochmal rausfinden. Genau, und jetzt ist ja schnell essen, sonst ist das Eis geschmolzen, bevor wir hier zum Zuge kommen. Genau. Gut. So, unsere eine Bratwurst hat uns ja kurz aufgehalten. Und wie war sie? Ja, war okay. Ja. Also kein mega Highlight-Bratwurst. Aber die Bratwurst, die beste, die es auf dem Markt zum Futtern gibt. Aber durchaus essbar. Ja. Ja, gut. Ja, jetzt fahren wir zu Pinocchio. Genau. Das hatten wir ja gerade eigentlich ursprünglich schon vor. Und jetzt werden wir uns nicht abhalten lassen. Nee. Also, auf ins Vergnügen. Oh, ein Wunder. Die Bottega di Geppetto hat geöffnet. Das müssen wir euch natürlich zeigen. Leider viel zu selten auch von den ganzen tollen Schnitzereien. Genau, da oben zum Beispiel, genau. Das zeige ich mal hier. Oder da drüben, auch neben der Tür, sind schon, da fängt es eigentlich schon direkt an. Diesen, könnt ihr sehen, was Geppetto alles geschnitzt hat. Und zu kaufen gibt es hauptsächlich Stofftiere. Stofftiere, Stofftiere, Stofftiere. Und hier hinter der Kasse sieht man noch mehr von den Schnitzereien. Verschiedene Uhren. Und ja, einfach schön. Ein kleiner, aber feiner Shop. Ja, ich so sagen. Ein bisschen Kleinod, das schön so offen hat. Ja, genau. Da freut man sich dann immer so, ach, ja. Und wenn man dann noch so eine leichte Affinität zu Stofftieren hat, ist es auch noch zusätzlich immer so ein, oh Gott, was soll ich nur alles kaufen? Was soll ich nur alles kaufen? Am besten gar nichts, wenn man nicht den Platz anschaue, den wir noch haben. Oder? Ja. Ja. Alles eng bei uns. Ja. Naja, dann würde ich sagen. Schneewittchen, oder? Ja, direkt zu Schneewittchen und klappern mal weiter das Fantasyland ab. Prinz Charming, Sir Lancelot, wie auch immer, tapferer Ritter. Thorsten wollte das Karussell fahren. Ja. Hottehü. Nimmst also ein Pferd, keine Kutsche? Ausnahmsweise. Oh. Wenn ich drauf komme. Ja, wir sind gespannt. Also, werden wir jetzt mal eine Runde drehen. Und vielleicht drehen wir euch mit im Kreis. Schauen wir mal. Es hat geklappt. Der stolze Ritter auf seinem Ross. Da muss ich mir jetzt auch noch ein Pferdchen schnappen, damit ich auch mit um die Welt galoppieren kann. Ich habe auch mein Pferd erklommen, was mit meiner recht geringen Größe immer ein Abenteuer ist. Jetzt können wir auch nebeneinander reiten. Hätte ich das erste Pferd genommen, wäre das nicht gegangen. Weil von der anderen Seite eine Frau mit zwei Kindern kam oder mit Börsen vor mir oder hinter mir reiten müssen und das wäre nicht so schön. Kein gemeinsamer Austritt. Ja. Ja. Also, schauen wir mal, wann es hier losgeht. Das dauert ja immer ein bisschen, bis jeder sein passendes Pferdchen gefunden hat. In der Zeit lauschen wir noch etwas der Musik. Freunden uns schon mal mit unserem Reittier an. Sieht recht freundlich aus. So. Das ist das Gute, dass mich hier im Kreis tragen wird. Ja, Thorsten hat das gewaltige Schlachtross. Ja? Was denn? Du hast das gewaltige Schlachtross, sagte ich, ja? Ja, und dann kann es auch losgehen. Und wir reiten los in die Schlacht. Doch, mit einem fröhlichen Ausblick in die Landschaft. Der Karussell ist ja ursprünglich entstanden als Schlachttraining oder als Rittertraining, die dann darauf geübt haben. Ja. Und da ist dann auch das entstanden mit diesem
Ringe durchstechen und so weiter. Ja, mit den Lanzen, ja. Und es ist im Mittelalter wohl zuerst in der arabischen Welt, in Nordafrika und Spanien entstanden, habe ich kürzlich gelesen, und dann nach Frankreich relativ schnell gekommen. Und ja, so ungefähr. Ich habe es nicht mehr ganz im Kopf. Aber dazu fällt mir ein, hier die Gegend ist ja auch ein Ritter-Pferdekarussell, sondern es gab auch eines der größten Ritterturniere des Mittelalters hier ganz in der Nähe. Ich habe mal in unserem Blog, da haben wir einen ausführlichen Artikel ja. Und in den Hintergründen. Haben wir? Ja. Oh, wusste ich gar nicht. Ja. Muss ich mal lesen. Ja, wäre vielleicht mal angebracht. So, Blick aufs Schloss. Und das war es auch schon. Wir haben unseren Goethes friedlichen Ausritt, was ihr lieber war als ein Schlachtritt, wohl überstanden. Ja, gut gemacht. Hat er auch gut gemacht. Bis nachher. Nächster Stopp, das Schloss, genauer gesagt Au Boutique du Château, auf speziellen Wunsch, weil es neue Weihnachtsdeko gibt und manche von euch ja rund ums Jahr Weihnachten feiern könnten, wollen wir natürlich mal einen kurzen Blick hier reinwerfen und euch zeigen, was es so gibt. Falls ihr euch im, was haben wir jetzt, Juli? Ja, Juli, schon Gedanken darüber macht, wie ihr euren Baum schmücken könnt, vielleicht mit Tinkerbell oder einer anderen Tinkerbell. Ist ein bisschen dunkel hier, aber was soll's. Hier, wenn euch eher der Sinn nach die Schöne und das Biest steht, gibt's auch jede Menge Optionen, um den Baum zu verschönern. Natürlich dürfen auch Anna und Elsa nicht fehlen. Die sind sogar, wenn ich recht informiert bin, zum Leuchten. Aber ich möchte jetzt nicht alles anfassen. Und natürlich gibt es auch weihnachtliche Stofftiere. Mickey, Minnie, aber auch Pluto, Goofy und Tinkerbell. Und auch klassische Figuren, natürlich. Gut. Das soll es auch mit dem kurzen Ausflug in die Shoppingwelt für jetzt gewesen sein. Ich hoffe, ihr habt so einen kleinen Eindruck bekommen. Prinzessin Puschelkugeln gibt es auch noch. Und vielleicht ist ja für den einen oder anderen was dabei, was das Herz höher schlagen lässt. Dann wisst ihr, dass ihr die Sachen im Disneyland Paris käuflich erwerben könnt. Also wir schlafen auch. Ja. Und wenn ihr eine Rede von 2 Minuten, dann wollt ihr euch. Yeah.
Elefant und drehen eine Runde im fliegenden Elefanten. Thorsten hat da noch leichte Schwierigkeiten, in die Gänge zu kommen. Oder sein Dumbo ist faul, ich weiß es nicht so genau, aber jetzt hat es auch geschafft und fliegt da. Zeig's euch. Da. Und hier einmal einen Ausblick übers Fantasyland. Ihr seht, die Wolken sind immer noch grau, aber haben bis jetzt nicht allzu viel Regen von sich gegeben. Also alles im grünen Bereich. Wir fliegen hier noch mal ein bisschen weiter vor uns hin und schauen mal, was wir euch noch so zeigen. Ich denke, wir werden den Rest des Tages im Fantasyland verbringen. So lange hat der Park jetzt auch nicht mehr geöffnet. Aber ein Stündchen ungefähr haben wir noch. Veuillez rester assis jusqu'à l'arrêt complet de Dumbo. Vous avez dit que vous n'avez rien oublié à bord. Ja. Veuillez descendre et vous diriger vers la sortie la plus proche. Jetzt müssen wir runter. Ja. Aber ich glaube, wir werden sicher landen. Dumbo macht das gut. Und in der Tat etwas bumpy die Landung, aber gut gemacht. Gleich seht ihr einen, oder jetzt seht ihr einen meiner liebsten Disney-Villains, nämlich den Tschernobock, der in Phantasia vorkommt und aus einem, ja, aus der Mythenwelt der slawischen Welt entstammt. Vielleicht kennt ihr Slowenien, ist ja gar nicht so weit von uns, im Triglav-Nationalpark, da am Triglav. Ist ja einer, es gibt ja mehrere Berge, die Triglav heißt, aber der dortige Triglav ist einer der Berge, wo der Tschernobock angeblich heimisch war. Aber so wie es bei, wie es viele Siegfriedbrunnen bei uns gibt, gibt es auch viele Tschernobock-Triglav-Berge. Ja. Und wie ihr merkt, hat es uns also zu Le Pays de Contefée inzwischen verschlagen. Das Fantasyland ist echt gähnend leer. Ja. Bei Peter Pan haben wir gerade von Dumbo aus gesehen, waren noch 15 Minuten angegeben. Und nach dem, was wir da vorne standen, ist es auch allerhöchstens 15 Minuten. Wahrscheinlich sogar kürzer. Und auch sonst. Also es ist mehr oder weniger durchlaufen angesagt. Ja, selbst bei Dumbo, ja, immer relativ lang ist, na klar, Walk-on. Also es ist wirklich, ich meine, es ist jetzt auch 19 Uhr. Einige gehen bereits nach Hause, aber im Museum den ganzen Tag über waren eigentlich die Wartezeiten absolut moderat. Ja. Es hat zwischendurch auch mal ein bisschen geregnet. Ja, aber nicht richtig, nicht schlimm, richtig schlimm. Also, dass das jetzt für einen extrem leeren Park gesorgt hätte oder ähnliches. Also, wo haben wir ein bisschen gestanden? Phantom Manor, ein bisschen bei Pirates, Big Thunder Mountain. Also, da hatten wir noch gesagt, 25 Minuten das angeschlagen. Das ist eine schöne Bahn wieder statt uns. Ja. Das war auch, es möchte aber nicht so, jetzt, das waren auch nur wenige Minuten, die wir da warten mussten. Da können wir nur wieder betonen, nehmt die linke Warteschlange. Vielleicht sollte ich den Tipp besser nicht geben, nee. Dann dauert es für uns nächstes Mal länger, aber ist ein guter Ratschlag. Ja, jetzt kommen wir hier, da sitzt Belle am Brunnen mit den beiden Schäfchen. Wird noch vom Möchtegern-Schönling Gaston verschont. Ja. Ah, der sitzt neben mir im Boot. Oh. Ja. Ja. Ich denke, ansonsten, die meisten von euch sind schon mal mit Le Pays de Contefée gefahren. Dass es jetzt nicht so viel Neues zu bieten hat, dass wir jetzt auch während des Stopps noch alles mitfilmen müssen. Ja. Reicht eigentlich. Macht's gut. Tschüss. Ich spiele jetzt mal Lokführer, wie ihr seht. Und bei Casey ist jetzt gerade Free Rewrite. Also wir können so oft fahren, wie wir wollen. Weil einfach nichts mehr los ist. Wir waren die Einzigen in der Warteschlange. Ja. Im Zug sitzen nur noch Fahrgäste, die jetzt die wiederholten Runden drehen. Und also das ist echt mal... Ja, macht Spaß. Dabei fährt Casey ja wirklich gut. Casey Junior's back on the railroad track. Woohoo!
Ich traue, die Hände wegzunehmen. Ja, ich lege mal die Kamera weg, dann kann ich ein bisschen mitmachen. Tschüss. Und dann gibt es noch einen Abschiedsgruß heute. Mickey, Minnie, Timon, Rafiki, Captain Hook und Smee winken fröhlich zum Abschied. So verlässt man den Park doch eine Nummer lieber. Also Zeit, auf Wiedersehen zu sagen. Sorry. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Hallo mal wieder. Wir sind zurück im Hotel und haben uns mal wieder was zu essen bestellt. Diesmal bei L'Etoile du Liban. Also Libanese Restaurant. Wieder mit Uber Eats. Funktioniert super. Wir haben uns allerdings, glauben wir, so ein bisschen übernommen bei der Bestellung. Also, naja, französisch, libanesische Gerichte haben wir vielleicht ein bisschen so in den Größenvorstellungen und so weiter getäuscht. Also, ich zeig's euch mal. Das ist die ganze Pracht. Das ist also Metze, also quasi libanesische Tapas sozusagen. Wir sind von so normalen Tapasgrößen pro Tellerchen ausgegangen. Das ist naja, ungefähr das Vierfache, was bei uns ist. Und das sollte die Menge für zwei Personen sein. Ja, genau. Nun gut, ja, wir werden trotzdem auf jeden Fall natürlich essen. Es sieht verdammt lecker aus, es riecht super. Ah, da hinten ist noch eine Nachspeise. Genau, ein libanesischer Flan. Das ist die Nachspeise und ein Bierchen libanesisches Pilsner haben wir auch noch. Ja, da schauen wir mal rein. Und sobald wir gegessen haben, gibt es dann insgesamt unser Fazit des Tages noch. Mhm. Bis gleich oder bald oder in ein paar Stunden ist das alles. Tschüss. Ein letzter Gruß zum Abend. Bonsoir, tout le monde. Ja, wir haben gegessen. Es war hammerlecker. Also würde man jederzeit wieder bestellen. Tipp, absoluter Tipp, L'Etoile du Liban. Das Beste war gerade am Ende. Wir hatten noch ein paar Reste über und wollten dann wegpacken. Thorsten findet noch so ein Fitzel Brot, tippt ihn noch in den Hummus, war es, glaube ich, rein. Und so, oh, lecker, lecker. Nein, 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 ich kann nicht mehr. Ist das lecker, lecker. Ja, es war super. Es war viel zu viel. Also wir haben das Frühstück für morgen mindestens gesichert. Oder den Snack im Park. Oder den Snack im Park. Aber ja, Hackfleisch ungekühlt. Ja, nee, im besser Park nicht. Also. Aber super lecker. Also kann man wirklich nur empfehlen. Also die Portion hätte für drei ausgehungerte Erwachsene auf jeden Fall gereicht. Vielleicht sogar für vier. Für vier hätte es gereicht. Ja. Locker für vier gereicht, ja. Gut. Fazit des Tages. Es war wieder ein sehr schöner Tag. Es war nicht ganz so toll wie gestern. Das lag aber zum Teil auch am Wetter. Ja, dass heute nicht ganz das so war, blendend war. Genau. Ich hatte ein bisschen Probleme mit der Maske heute. Also ist gar nicht wegen des Atmens, sondern ich weiß nicht, was heute los war. Ich hatte bisher überhaupt keine Probleme, dass mir die Brille groß anläuft. Und heute ist mir es dauernd komplett zu. Ich weiß nicht, ob da oder extrem hohe Luftfeuchtigkeit. Es war ja auch dann heute ein bisschen nasser und schwüler als sonst gelegen hat. Oder irgendwas, das hat ein bisschen genervt, dass ich da dauernd hin und her hantieren musste, Brille ab und Brille auf und da muss ich wohl nach einer Lösung suchen. Ich trage zu Hause selten so lange Maske, weil ich halt im Homeoffice arbeite. Ja, das war ein bisschen doof, aber ansonsten war Maske tragen weiterhin okay, finde ich. Ja, also klar, es ist schöner als ohne, da wird sich wohl niemand groß widersprechen, aber also ich finde, ja, am Anfang war es heute ein bisschen schwergängig mit dem Atmen. Ja, weil die Luft halt schwerer war. Ja, genau. Ja, nicht, aber da habe ich mich ganz schnell dran gewöhnt und dann war das vollkommen okay. Also, ja. Wir haben wieder viele Charakter getroffen, die richtig schön interagiert haben. Da war das Highlight, würde ich echt sagen, war Donald. Auf jeden Fall. Der war absolut der Knaller, klasse. Ja. Aber war insgesamt gut. Was wir immer noch nicht gemacht haben, ist Railroad fahren, weil leider nur an der Main Street Station man einsteigen kann. Und da war uns die Schlange immer dann doch zu lang, also 60 Minuten aufwärts. Und dann macht er halt schon um 5 zu. Ja, das ist halt ein bisschen doof. Schade. Wir haben immer noch nicht Marvel Superheroes und die Character in im Animagique Theater besucht. Da waren heute teilweise die Schlangen, also ein Freund von uns aus Belgien hat es berichtet, länger als 3 Stunden und das ist dann No-Go. Also falls wir die nicht auf Video kriegen, um euch die zu zeigen oder zu erklären. Also tut uns das leid. Wir versuchen das, denke ich, morgen oder am Donnerstag nochmal, aber also 1,5 Stunden wäre das absolute Maximum, was ich für so ein Character Meet and Greet in Kauf nehmen würde. Auch Arendelle haben wir nicht gemacht, da gab es keine Limebird-Tickets mehr.
Aber insgesamt Mini haben wir getroffen, Daisy haben wir getroffen, Donald haben wir getroffen, Winnie und IA haben wir getroffen. Goofy heute? Nee, Goofy war gestern. Minnie war auch gestern. Entschuldigung. Hook und Smee, genau. Die waren auch lustig. Also, ja. Und morgens, wenn man den Park betritt, rennt nicht zu schnell los, dreht euch nochmal um. Von der Main Street Station winken nämlich immer Mickey, Minnie und Freunde. Genau. Das kann wechseln. Und die verabschieden euch auch abends. Heute auch andere Zusammensetzungen. Ja, genau. Also heute waren Rafiki, Timon, Mickey, Minnie und Smee und Hook dabei. Genau. Also lohnt sich da mal einen Blick hinzuwerfen. Schön gemacht insgesamt. Also auch, dass die Abwechslung da ist, wenn man mehrere Tage da ist. Und ja, die Charakter sind da. Die sind da. Ihr werdet sie nicht vermissen. Sie sind wirklich da und das ist schön. Man kann sie eben nicht knuddeln wie früher, wenn das ganz extrem wichtig ist. Oder es gibt keine Autogramme. Aber mir persönlich hat das jetzt genauso viel Spaß gemacht, weil sie sich wirklich auch Mühe geben. Also auch Daisy hat eine Show gemacht und so weiter. Die haben auch untereinander agiert. Immer wenn bei Donald ein bisschen Pause war oder bei Daisy, haben die sich über... Also Donald stand nicht, wie es bei der Presse-Preview aussah, weil da die Schilder standen am Ausgang zum Frontierland hin bei der Liberty Arcade, sondern am Storybook-Store. Ja. Also und Daisy im Gazebo am Town Square. Ja. Und die haben über die Ferne miteinander interagiert und sich zu und hat ihr Herzen zugeworfen und ach, und meine liebe Daisy. Daisy immer nicht gesehen hat, war ganz enttäuscht. Und dann hat er mit Mädels geflirtet, das hat Daisy gesehen. Da hat er dann schnell versucht, alle die Wogen wieder zu glätten über Gesten. Ja. Also super. Hat super funktioniert, war richtig schön. Also wenn man sich drauf einlässt, kann man auch damit richtig Spaß haben. Ja, absolut. Und es macht Spaß. Es ist schön und es ist leer. Ja. Wahnsinn. Ja. Also mal schauen, wie sich das die nächsten Tage entwickelt. Ja, morgen ist der erste Tag mit wirklich offizieller Wiedereröffnung. Da müssen wir noch schauen. Ja. Aber ansonsten. Also ansonsten heute, wir haben bis auf Hyperspace Mountain, weil wir da einfach keine Fans sind, und Star Tours ist auch so, haben wir eigentlich alles gemacht. Ja. Pirates, Big Thunder Mountain, Phantom Manor, Riverboats, Dumbo, alles, Pan. Peter Pan, Tetas und Snow White, Casey Junior, Pinocchio. Peter Conte Fay, Pinocchio, ja, also. Und ganz Casey viel. Junior sogar in Dauerschleife, wir hätten auch noch länger sitzen bleiben können, kein Problem. Da war die Castmember übrigens auch super lustig, die haben auch richtig Spaß mitgemacht. Also, die Wartezeiten, mega, Gut, das soll es gewesen sein. Ich denke auch, also. Mehr haben wir eigentlich heute nicht zu sagen. Wir schneiden das Video noch flott jetzt fertig, damit es noch online gehen kann. Heute Abend ein bisschen später als gestern, aber ihr könnt es ja auch morgen notfalls noch schauen. Bis dann. Oder in den nächsten Tagen. Genau. Bis dann. Tschüss.